Also, dass ich in der Sportreportage auch nochmal meine musikalische, ich muss ein bisschen mehr rascheln, meine musikalische Ader unter Beweis stellen darf, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Aber Michael Pfeffer hat gesagt, wenn er schon dieses Gerät hier, dieses Musikinstrument aus Brasilien mitbringt, dann sollten wir es doch auch mal im Studio präsentieren. Also, Michael Pfeffer wird Ihnen gleich einen Fort in unserer Serie vorstellen. Und dafür ist dieses Instrument ganz wichtig. Ohne dieses Instrument ist Capoeira, das ist der fremde Sport, quasi nicht vorstellbar. Zu den Klängen dieses Berimbau, so heißt dieser ausgehöhlte Kürbis mit Zubehör, wird getanzt und gekämpft. Capoeira ist sozusagen ein Stück Identität und ein Stückchen Freiheit für viele Brasilianer. Sport aus Brasilien jetzt also, fast ohne Fußball, aber mit viel Musik. Sie spielen die Nationalhymne auf dem Berimbau, außergewöhnlich selbst für brasilianische Ohren. Eine Premiere. Feierliche Eröffnung der ersten Weltmeisterschaft. Capoeira ist ein Sport der Straße, zu Hause in den Schluchten der Millionenstädte, im Schatten auch des Millionengeschäfts mit der Ware Sport. King ist Amateur, wie alle Capoeiristas. Auf Rios Plätzen misst er, der die WM gewinnen will, sich fast täglich mit seinen Gegnern in der Horda, dem traditionellen Kampfkreis, immer begleitet vom Rhythmus des Berimbau. Den Mestres, den Meistern. Manches erinnert an asiatische Kampfsportarten. Die Disziplin zum Beispiel, die hier gepredigt wird. Auch die Kleidung mit der Kordel, die das Leistungsniveau vielfarbig signalisiert. Und doch hat Capoeira nicht viel gemein mit Kung Fu. Denn Capoeira ist auch Tanz. Grundlage ist der Jinga, der geschmeidige Grundschritt. Wie der Samba muss er in Fleisch und Blut übergehen. Eine Bauruine hat die Stadt den Capoeiristas für ihr Welttreffen zur Verfügung gestellt. Hier sollte einmal ein Kulturzentrum entstehen. Sinnbild, denn Capoeira wird in Brasilien kaum gefördert, trotz millionenfacher Anhängerschar. Mittendrin Britta Theobald, Krankengymnastin aus München. Seit 15 Jahren ist sie aktiv, unterrichtet inzwischen Capoeira. Hier im Kreise der Könner will sie dazulernen. Schaut mal, wenn er mit dem Fuß ausholt, müsst ihr schon unten sein, damit ihr mit dem Kopfstoß erwidern könnt. Capoeira ist Kampf zum Teil, das ist ganz klar. Und für viele ist es das nur. Aber es ist eben auch der Ausdruck, der die Musik bestimmt, ja den Ausdruck, das Tempo. Die Beherrschung, diese Kontrolle über den Körper sollte da sein. Und je höher man steigt, je avancierter, desto sicherer sollte man spielen, mit mehr Ausdruck. Zwei deutsche WM-Teilnehmer entdecken wir in Rio de Janeiro. Peter Schütz aus Berlin und eben Britta Theobald. USA, Frankreich, Israel und auch Schweden sind in Mannschaftsstärke vertreten. Aber die meisten kommen natürlich aus Brasilien, die besten aus dem riesigen Land. Der Dezernent der Stadt verkündet, Rio will Welthauptstadt des Sports werden. Capoeira hat für dieses Projekt fundamentale Bedeutung. Dieser Sport kann unsere Kultur, unsere Kunst, unsere Musik weltweit verbreiten. Deshalb wurden die besten Ausländer eingeladen. 64 Frauen und Männer sind für die WM gesetzt. Gemischtes Feld, keine Gewichtsklassen. Noten werden vergeben für Präzision, Ausdruck, Rhythmus. Britta Theobald scheidet in der ersten Runde aus, ist enttäuscht über ihre Wettkampfpremiere. Es hat was Lebensphilosophisches, so auf und ab, aber es ist nie ein Ende.
Weit weg von der Innenstadt in der wohlhabenden Südzone Rio de Janeiros. Die Konkurrenz für Capoeira ist groß. Volleyball, Fußball, die nationalen Leidenschaften der sportverrückten Brasilianer. Körperkult. Gleich hinterm Strand werden sie getrimmt, die braun gebrannten Bodies, in den schicken Sportakademien. Längst hat Capoeira auch hier einen festen Platz. Unterricht bei Beto Simas, Kampfname Boneco, die Puppe, Typ für Träume. Muita força, bate olhando, não estica muito os braços, tá? Vamos lá. Ein weißer Meister des schwarzen Sports, dessen Wurzeln von den Sklavenplantagen des Nordostens stammen. Training des Makulele-Tanzes, der die Zuckerrohrernte symbolisiert, früher knallharte Sklavenarbeit. Capoeira ist tropisch, typisch brasilianisch. Eine große Mischung aus vielen Kulturen. Abendländischen und afrikanischen. Afro-Brasilianisches, dessen Quelle weit weg von Rio liegt. Salvador, das schwarze Brasilien, Ursprungsort von Capoeira. Hier ist Capoeira ein Volkssport mit mehr als 400-jähriger Geschichte. Anfangs vermutlich eine Mischung aus Kriegstänzen afrikanischer Stämme und Völker. Sicher aber Selbstverteidigung gegen die Willkür der Sklaventreiber und weißen Herrenmenschen bis Ende des 19. Jahrhunderts. Salvador atmet auch heute die schwarze Geschichte. Fast alle Dokumente der Sklaverei wurden vernichtet. Geblieben sind die christlichen Symbole. Capoeira wurde sogar verboten, existierte nur im Untergrund, bis der mutige Meister Bimba 1937 eine Schule gründete in einem alten, engen Sklavenhaus. Hier wird das Berimbau wie eh und je selbst gefertigt. Capoeira aber hat sich verändert. Weniger Tanz, mehr Akrobatik. Zurück in Rio, 1500 Kilometer südlich. Hier geht es um den WM-Titel und er will ihn gewinnen. Tucano Preto, der schwarze Tukan aus Sao Paulo. Der Wettkampf hat Spuren hinterlassen. Mauá, ein Franzose, schafft es als bester Ausländer immerhin in die Runde der letzten 16. In die unter den Augen eines alten Meisters auch eine Frau vorstößt. Im Finale der besten vier sind natürlich Brasilianer unter sich. Kopfstoß, im Eifer des Gefechts wird manchmal getroffen. Esquilo, der kleine Mann aus der Hauptstadt Brasilia, gegen King, den Lokalmatador aus Rio. Esquilo, das Eichhörnchen, begeistert das fachkundige Publikum. Die vielen Runden haben an den Kräften gezehrt. Das Eichhörnchen landet am Ende auf Platz 4. Sein Gegner, Peche Cru, roher Fisch wegen seiner asiatischen Herkunft, wird Dritter. Das Kampfgericht fiebert am Ende mit. Denn die Athletik von King und Tucano Preto begeistert. Frage nur, wer von beiden erhält am Ende von den 5 Kampfrichtern die meisten Punkte? King ist sich wohl sicher, er muss der Größte sein. Punktsieger?
Nein, nicht King, sondern Tucano Preto. Seine Attacken waren genauer, ausbalancierter, seine Deckung perfekter. Der erste Capoeira-Weltmeister. Copacabana am Morgen danach. Tausende haben sich zum Abschluss der WM am weltberühmten Strand versammelt. Öffentliches Training für jedermann. Happening und natürlich Werbung für den Sport. Hier ist Capoeira zu Hause. In der spielerischen Roda, dem Kreis auf der Straße, hier und überall in Brasilien.